Klimawandel, Kohlendioxid, Eiszeiten, Wasser. Darum will ich mich heute ein bisschen kümmern in diesem Beitrag. Und es wird spannend. Das ist der Triaterra Videoblog. Hier geht es um EM, effektive Mikroorganismen, um Terra Preta Produkte und um Themen zur Begrünung der Erde. Und heute ein Thema zur Begrünung der Erde, nämlich die große Diskussion über die Klimaerwärmung und wer dafür verantwortlich ist. Die Regel 8 von Jordan Peterson in seinem neuen Buch 12 Rules for Life sagt die Wahrheit oder lüge wenigstens nicht. Daran will ich mich heute halten und das hat mich auch so ein bisschen motiviert, nach vorne zu kommen und jetzt das mal auszusprechen und zu sagen, hier, ich habe eine fundierte Meinung zu dem Thema, die vielleicht von dem Mainstream abweicht. Die Wahrheit ist die Grundlage von allem. Das ist eigentlich mein Gott sozusagen, dass ich sage, das ist, was ich glaube, was die absolute Grundlage unserer Zivilisation, unseres Denkens, unseres Lebens ist. Ohne Wahrheit können wir nicht denken. Ohne Wahrheit können wir kein echtes Bewusstsein entwickeln. Ohne Wahrheit können wir noch nicht mal in der Realität leben. Wir können uns dann irgendeine Scheinrealität aufbauen, dann können wir auch ein Computerspiel ziehen. Aber Wahrheit, damit fängt alles an. Auch wenn sie vielleicht nicht unseren ideologischen Vorstellungen entspricht. Wahrheit, daran müssen wir uns immer wieder festhalten und darauf immer wieder zurückkommen. Und es ist richtig, man kann nicht die endgültige Wahrheit wissen, dann wäre das Leben sozusagen vorbei, dann hätte man Gott gefunden. Sondern man kommt immer wieder der Wahrheit ein Stückchen näher. Man ist immer wieder, man kämpft darum, die Wahrheit zu erkennen und zu sehen. Aber das heißt zuallererst, dass man zumindest nicht lügt, nicht bewusst lügt. Wenn man das tut, dann kann man keinen Schritt weiterkommen. Im Gegenteil, wir entfernen uns. Also Wahrheit ist erkennbar, Stück für Stück. Es ist eine objektive Realität und um Wahrheit soll es heute gehen. Genau, hier als zu den Eiszeiten passend die Kiesel, ein Produkt aus unserem Shop, das Kieselalgenpulver, Kieselgur oder Diatomenerde. Das ist Diatomen aus der Eiszeit, Kieselalgen, die in der Zwischeneiszeit, in der Gletschermilch von dem abstauenden Gletscherwasser, die dort sich gebildet haben und bis zu 25 Meter mächtige Ablagerung in Europa, fast praktisch ganz Europa, auf Eiszeiten betroffene Gebiete gebildet haben. Und wir haben das im Shop, weil das ganz interessante Anwendungsmöglichkeiten in Boden und so weiter hat. Ja, das ist auch eine Sache, warum mich das so anspricht, weil es uns mit unserer Klimageschichte verbindet. Ja, und vielleicht noch kurz dazu, warum ich dazu vielleicht was sagen kann. Also erstmal beschäftige ich mich mit dem Thema, wie viele andere Laien und Fachleute seit 20 Jahren tatsächlich. Und also schon sehr, sehr früh habe ich angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Es ist super spannend, weil ich glaube, es hängt tatsächlich auch mit der Menschheitsgeschichte zusammen. Ich glaube, es gab vor 10.000 bis 12.000 Jahren eine große Katastrophe auf der Erde. Die Eiszeiten, das Ende der letzten Eiszeiten oder die Eiszeit, wie auch immer. Es gab eine große Katastrophe, die hing mit enormen Klimaveränderungen zusammen. Und die hat unsere Erde völlig umgekrempelt und die menschliche Zivilisation komplett traumatisiert. Wahrscheinlich damals eine existierende Hochkultur vernichtet, von der dann nur noch Spuren zu finden sind hier und da. Und das sitzt den Menschen tief, tief, tief in den Knochen. Und deswegen kann man auch sehr leicht mit Klima und Klimaänderungen den Menschen immer wieder Angst machen bzw. an diese Traumata rühren. Das ist tief drin. Und das ist eine Frage, die wir auch für die Zukunft beantworten müssen. Wo wollen wir mit der Erde hin? Wenn ich sage Begrünung der Erde, dann gibt das genau, legt das den Wundenpunkt, den Finger in die Wunde, dann treffen wir genau den Wundenpunkt. Weil darum geht es, weil die Erde war mal sehr viel grüner und sehr viel lebendiger, als sie es noch heute ist. Und sehr viel wärmer. Und als ich das erste Mal gelernt habe in der Geografieunterricht an der Schule, habe ich schon gesagt, da will ich wieder hin. Das ist eine Erde, die interessiert mich. Mit den riesigen Bäumen, mit den riesigen Dinosauriern und Mammuts, mit den
überschießenden Lebendigkeit, die dieser Planet einmal hatte, das interessiert mich. Wo kommt das her? Wie kommen wir da wieder hin? Okay, also ich habe da einen völlig anderen Ansatz, als dass ich sage, ich will das Klima heute auf den jetzigen Stand festnageln. Nein, ich will verstehen, warum es sich abgekühlt hat, warum die Erde heute so kalt ist. 90% der Erdgeschichte war die Erde viel wärmer als heute, so warm, dass es an den Polen kein Eis gab, dass es also auf allen Kontinenten, auf allen Meeren Leben gab und Wälder und Lebendigkeit und das haben wir irgendwie mit dem Einbruch der Eiszeiten verloren und mit einer besonderen Katastrophe vor 10, 12.000 Jahren. Okay. Ja, warum bin ich ein bisschen qualifiziert? Erstmal habe ich mich damit auseinandergesetzt. Okay. Auch einer der Gründe, warum ich Geoökologie studiert habe. Ich habe ja Geoökologie studiert, Diplom in Potsdam. Und ja, das ist Teil unserer Ausbildung gewesen, ne? Viele meiner Kollegen sind in Klimawissenschaften gegangen, Peak-Modellierung in Hamburg und sonst was. Und unsere Professoren waren geteilter Ansicht. Die Älteren typischerweise, die jetzt kurz vor der Emeritierung standen, haben gesagt, das ist alles Unsinn. Mit dem Klimawandel könnt ihr vergessen. Die Jüngeren, die eine Karriere vor sich hatten, die richtig was leisten wollten, die Forschungsgelder haben wollten und eine Karriere angefangen haben, das waren überzeugte Kohlendioxid erwärmt, die das Klima, Klimaerwärmungswissenschaftler. Und auch in unserer bei den Studenten, ja, ich habe es jetzt nie wirklich so gefragt, aber ich würde sagen, vielleicht die Hälfte, eher zwei Drittel waren der Meinung, jawohl, Kohlendioxid ist der Treiber des Klimas. Und wenn zu viel Kohlendioxid da ist, dann wird es zu warm. Und die andere Hälfte oder noch ein Drittel war der Meinung, also eher weniger oder waren sie nicht so laut, weil es eben auch nicht so einfach ist, das zu formulieren, wenn die Professoren das nicht begutachten, für gut erachten, dann. Also ein Drittel war aber auch der Meinung, dass es auch alles Blödsinn und wir haben ganz andere Probleme mit dem Klima als das Kohlendioxid. Okay. Und jetzt wollte ich einfach mal so ein paar Punkte ansprechen, mit denen ich mich da mit der Zeit beschäftigt habe. Ich habe ja schon ein Video aufgenommen, was für geniale Wirkungen in der Begrünung der Erde, in der Lebendigkeitmachung unseres Planeten, die das CO2 hat, das Kohlendioxid, das in den, wann waren die Forschungszeiten? Also es gibt einen Satelliten seit, glaube ich, 1982, der die Erde umkreist und seitdem den Begrünungsgrad der Erde dokumentiert hat. Und seitdem hat die Begrünung auf der Erde um 11% zugenommen. Wüsten, also seit 1982 bis 2014, 12, so ungefähr. Zeitraum von 35 Jahren, nicht mal 35 Jahre. In dieser Zeit hat das Kohlendioxid ganz, ganz wenig zugenommen, aber hat das Kohlendioxid ein Stück weit zugenommen und hat die Begrünung der Erde massiv zugenommen. 11%, das ist richtig, richtig viel. Zweimal die Fläche von Nordamerika ist auf der Erde, also USA, ist auf der Erde grüner geworden. Die Wälder sind dichter geworden, grüner geworden, mehr Blattfläche. Die Wüsten sind kleiner geworden. Die Pflanzengürtel schieben sich in die Wüste rein. Hunderte Kilometer, zum Teil 1000 Kilometer ist die Sahara. Nee, hunderte Kilometer ist die Sahara kleiner geworden. 1000 ist ein bisschen viel. Aber hunderte Kilometer hat sich der Pflanzengürtel in die Wüste hineingeschoben. Wälder sind dichter geworden. Die Pflanzen gehen höher auf die Berge hinauf und ein wesentlicher Grund dafür ist der gestiegene CO2-Gehalt in der Atmosphäre. Und jetzt gehen wir mal diese Klimaerwärmungshypothese mit CO2 so durch. Und wie gesagt, ich habe immer einen etwas anderen Blick darauf, weil mich interessiert eigentlich auch, wie war es in der Vergangenheit? Wie hat sich diese Erde so abgekühlt? Warum leben wir heute in der Eiszeit, in der große Teile der Erde unbewohnbar sind, nicht lebendig sind, in Eis gefangen sind? Wir leben ja in der Zwischeneiszeit. In den Eiszeiten war es natürlich eventuell noch viel schlimmer. Also
Wie kommen wir da wieder raus, beziehungsweise was waren die Treiber, die uns da reingebracht haben? Das ist ein Thema, was bis heute nicht geklärt ist in der Klimawissenschaft, auch wenn es da verschiedenste Theorien zu gibt. Aber es gibt keine wirklich gute Erklärung dafür, wie die Eiszeiten überhaupt zustande gekommen sind. Und noch viel weniger gibt es eine Erklärung dafür, warum die immer mal wieder aufhören und anfangen, beziehungsweise, ja, da ist, was da vor 10.000, 12.000 Jahren passiert ist in einer Katastrophe. Da komme ich noch drauf. Okay. Kohlendioxid. Ist der Mensch überhaupt verantwortlich für den Anstieg des Kohlendioxidgehalts in der Atmosphäre, in der Erde? Ja, selbstverständlich, wir blasen doch Kohle ohne Ende in die Luft. Gas, Öl, Kohle und so weiter verbrennen wir und so einfach ist das nicht. Also es ist der Umsatz, den die Natur hat, den unsere Erde hat, mit Vulkanen, die ohne Ende CO2 ausstoßen, mit Ablagerungen im Ozean, mit Steinen, die CO2, wenn sie verwittern, aus der Atmosphäre waschen, mit Kalkablagerungen im Ozean, mit Pflanzen, die wachsen und CO2 aufnehmen, mit Pflanzen, die verrotten und CO2 wieder freisetzen. Das ist um ein Vielfaches, Hundertfaches, also wir wissen gar nicht, wie viel größer, weil man diese unglaublichen Stoffströme CO2 in die Atmosphäre, CO2 aus der Atmosphäre raus, weil man die nicht wirklich erfasst hat bisher. Also wir wissen nicht, wie groß tatsächlich dieses Rad ist, was die Natur dreht. Es ist mindestens 100 Mal so groß wie das, was der Mensch an CO2 jedes Jahr zusetzt. Der Mensch bringt CO2 in die Atmosphäre, jawohl. Ordentliche Mengen. Aber ist das der Grund dafür, dass das CO2-Gehalt in der Atmosphäre ansteigt? Auch das ist noch nicht mal bewiesen. Da heißt ja immer so schön, die Wissenschaft ist abgeschlossen, wir haben Konsens, CO2 wird vom Menschen in der Atmosphäre gesteigert, CO2 ist ein Treibhausgas und CO2 treibt das Klima und sorgt für die Klimaerwärmung. Aber schon diese erste Frage, ist der Mensch überhaupt mit seinem CO2-Ausstoß für die Steigerung des CO2-Gehalts in der Atmosphäre verantwortlich? Äußerst fraglich. Also es ist keineswegs abschließend geklärt und es ist eine super spannende Frage, die eben direkt mit dieser Erdgeologie auch zu tun hat, mit dem Ausgasen von Methan, von CO2, was ständig in riesigen, riesigen Mengen aus der Erde austritt und dann eben wieder festgelegt wird, nicht nur von Pflanzen, sondern auch von verwittertem Gestein oder von Kalkablagerungen oder sonst was. Ja, also das ist noch nicht mal die Frage, ist wirklich geklärt, ist der Mensch tatsächlich, weil das CO2-Gehalt hat schon angefangen zu steigen, als der Mensch noch gar nicht so richtig unterwegs war mit Kohlendioxid. Schon im letzten Jahrhundert, 1900 und so rum, hat der CO2-Gehalt angefangen zu steigen, wo der Mensch im Vergleich zu heute, da gab es ja gerade mal 1 Milliarde Menschen, 1900 rum ungefähr, und heute gibt es 7 Milliarden Menschen, die ein viel, 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 Vielfaches dessen an Öl und Kohle und der Gas verbrennen. Also damals war das völlig irrelevant, was der Mensch eigentlich an CO2 produziert hat. Trotzdem hat der CO2-Gehalt ist der atmosphärische CO2-Gehalt schon damals angestiegen. Also selbst diese grundlegende Frage, sind wir überhaupt für den Anstieg des CO2-Gehalts in der Atmosphäre verantwortlich? Ist all diese Anstrengung, die wir unternehmen, Kohle verbrennen, Öl verbrennen, Gas verbrennen, hat das tatsächlich noch schon wesentlichen Einfluss auf die Zusammensetzung dieser Atmosphäre, dieses Spurengases in der Atmosphäre? Kohlendioxid. 0,04%. Noch nicht mal das ist ganz klar. Okay, aber das ist, kann man schon vermuten, die Größenordnung des Anstiegs ist ungefähr halb so groß wie das, was der Mensch emittiert. Es wird noch was in die Ozeane festgelegt. Das ist schon, das könnte man noch so vermuten, okay, ja, der Mensch ist wahrscheinlich für den Anstieg des Kohlendioxids verantwortlich. Aber das ist nicht abschließend geklärt. Das ist eine begründete Vermutung. Okay. Die nächste Frage, ist Kohlendioxid ein Treibhausgas? Schwierig. Also wenn man Licht bestimmter Wellenlängen, Sonnenlicht und eben die elektromagnetische Rückstrahlung, die Infrarotstrahlung, die von der Erde kommt, wenn man das durch ein Kohlendioxidgas leitet, dann absorbiert das Kohlendioxidgas einen Teil dieser Wellenlängen, der Rückstrahlung. Von der Erde auch. Und jetzt kann man vermuten, okay, es absorbiert das, dann erwärmt sich das Gas, es strahlt einen Teil wieder ab.
Wirkt das als Treibhausgas? Ja, so einfach ist das nicht, weil es ist eben kein geschlossenes Gewächshaus, die Erde. Es ist eben kein Treibhaus. Es ist eine nach oben offene Atmosphäre. Die Gase steigen auf, fallen runter und da gehen langsam über in den offenen Weltraum mit immer geringeren Gaskonzentrationen. Und heiße Gase steigen auf und kalte Gase fallen ab. Also wenn CO2 sich und erwärmt, dann durch die Infrarotstrahlung der Erde, durch die Rückstrahlung von der Erde, dann ist das nicht unbedingt, dass es jetzt sofort die Erde erwärmt, sondern dann erwärmt sich erstmal das CO2, strahlt das auch wieder ab an die Atmosphäre, an den Weltraum und erwärmt sich eben selber, steigt dabei eventuell auf, kommt dabei überhaupt ein Nettoerwärmungseffekt zustande, ist so gut wie nicht untersuchbar. Man kann zwar so ungefähr festhalten, ja, CO2 nimmt diese Strahlung auf, aber gibt sie eben auch wieder ab. Aber wie groß dieser tatsächliche Treibhauseffekt von Kohlendioxid ist, da gibt es ja Schätzungen von null. Der praktische Treibhauseffekt von Kohlendioxidgas ist null in der Atmosphäre, weil es strahlt sowieso wieder alles wieder ab, beziehungsweise erwärmt sich und steigt auf und gibt da die Wärme ab. Oder es, wenn CO2, in die Atmosphäre genauso wäre wie vorher, dann würde Wassergas ist ja das dominante Treibhausgas auf der Erde, das ist eigentlich das, was die Atmosphäre bestimmt, da will ich noch zu kommen, dass Wasser der treibende Faktor ist. Wasser nimmt viel, viel mehr von der Strahlung auf, die die Erde zurückstrahlt und viel, viel mehr von der Sonnenstrahlung und nimmt auch die Teile auf, die Kohlendioxid aufnimmt. Also, wenn das Kohlendioxid nicht so viel da ist, na, dann nimmt eben das Wasser die Rückstrahlung auf und hat Wassergas in der Atmosphäre und hat den gleichen Effekt. Also ist in der Praxis tatsächlich Kohlendioxid ein Treibhausgas? Nicht geklärt. Es ist keineswegs abgeschlossene Wissenschaft. Es ist kein Konsens, auch wenn der immer wieder von den Politikern verkündet wird, der Konsens. Aber es ist eine ganz spannende Frage, die wir vielleicht auch gar nicht abschließend so beantworten können. Zumindest können wir in die Klimageschichte zurückgucken und gucken, ist CO2 denn der wesentliche Klimatreiber in der Vergangenheit gewesen für Klimaerwärmung, für Klimaabkühlung? Und da können wir ganz klar sagen, es gibt zwar halbwegs parallele Kurven zwischen CO2 und Temperatur, aber es gibt typischerweise, mindestens über die Eiszeiten, wenn man da die entsprechenden Eiskerndaten auswertet, gibt es Jahrhunderte liegen zwischen. Erst erwärmt es sich und dann steigt das CO2. Erst kommt die Erwärmung und dann kommt das CO2. Das CO2 bewirkt also nicht die Erwärmung, sondern die Erwärmung bewirkt den Anstieg des CO2, zumindest in der Vergangenheit. Und dass da der CO2 ein wesentlicher Klimatreiber gewesen ist, ist auch in den vergangenen Temperaturkurven nicht zu erkennen. Also da sieht es schon mal nicht so aus. Ist es jetzt so, wo der Mensch aufs Tapet tritt, dass jetzt der CO2 der wesentliche Treiber ist? Nicht geklärt. Schlicht nicht geklärt, aber eine spannende Frage, aber es sieht nicht so aus. Also, dass die Klimaempfindlichkeit so ist, dass CO2 tatsächlich der wesentliche Treiber des Klimas ist. Und damit man behaupten kann, wenn CO2 sich so und so weit vermehrt in der Atmosphäre, typischerweise Verdoppelung des CO2-Gehalts in der Atmosphäre, sagt man, führt zu 0,5, 1 Grad, 1,5 Grad oder eben noch mehr Erwärmung, dann kann man das noch nicht mal begründen mit dieser Treibhausgastheorie des CO2, sondern man muss das Wasser zu Hilfe nehmen. Denn man muss dann sagen, ja, von sich aus erwärmt das CO2 die Atmosphäre irgendwie, das kann man so berechnen, oh weh, eventuell nach dieser Annahme, dass es ein Treibhausgas ist, um 0,5 Grad, um 1 Grad. Das ist das, was CO2 von sich aus macht, eine minimale Erwärmung der Erdatmosphäre, wenn es sich verdoppelt. Aber dann wird es ja ein bisschen wärmer und dann soll ein angeblich positiver Rückkopplungseffekt entstanden kommen, sprich, es wird wärmer ein bisschen, es verdunstet mehr Wasser. Das mehr Wasser hat den größeren Treibhauseffekt und dann wieder mehr und so kommen die dann auf Fantasiezahlen von 3, 4, 5, 6 Grad Klimaerwärmung bei Verdoppelung des CO2-Gehalts und mehr und ein Kipppunkt im Klima und
Da muss man eben die Modelle zu Hilfe nehmen. Das ist das nächste Problem, die Modelle. Es gibt ja nicht, in der Vergangenheit können wir das haben wir das nicht gesehen, dass CO2 das Klima treibt oder dass eine Verdopplung des CO2-Gehaltes zu solchen Themen führt, weil das war nie in der Vergangenheit der Wirkungszusammenhang. Der Wirkungszusammenhang war immer andersrum. Erwärmung führt zu CO2. Und jetzt gibt es eben diese Klimamodelle und das sind extrem komplexe Dinger, mit denen man sich Jahre und Jahrzehnte auseinandersetzen kann oder ein Forscherleben damit verbringen kann, herauszufinden, was passiert denn in diesen Klimamodellen. Aber der Punkt ist, es sind Modelle, es ist nicht die Realität. Und es ist die Modellierung eines komplett nicht vorhersagbaren, chaotischen Systems. Wettervorhersage ist mehr oder weniger nach 4 Tagen am Ende. Da können wir keinen Regen und keine Temperaturen mehr großartig. Immer wird dieses sehr, sehr ungenau. Kachelmann sagt nach 4 Tagen, Wettervorhersage mehr als 4 Tage ist Kaffeesatzleserei. Es gibt zwar Langfristvorhersagen bis zu 2 Wochen, aber das ist dann schon mit großen, großen Fehlern behaftet. Also selbst das Wetter, was ja die Grundlage fürs Klima ist, können wir nicht mehr als 4 Tage vorhersagen und die Klimamodelle heften sich ans Tapet, dass sie das über Jahrzehnte, Jahrhunderte vorhersagen könnten, wo wir einen Großteil der Einflussfaktoren nicht mal kennen. Wir haben zig Variablen in diesen Klimamodellen drin. Und wenn wir auch nur an einer Variable ein bisschen drehen, dann geht sofort das komplette Modell in die Luft, kippt um, macht sonst was. Also sprich, mit diesen Modellen kann man nichts beweisen. Das sind keine Beweise. Es ist eine Vorhersage von der Qualität einer Halbjahreswettervorhersage oder einer 100 Jahre Wettervorhersage sogar. Also also Modelle sind nicht der Weg, um zu beweisen, dass das Klima sich erwärmen wird. Modelle sind ein interessantes Untersuchungsmöglichkeit, um vielleicht zu verstehen, wie die Wirkungszusammenhänge in der Atmosphäre sind. Kann man sagen, aha, gucke mal, wie habe ich jetzt hier die Atmosphäre modelliert? Wenn wir den Wassergehalt ein bisschen erhöhen, was würde denn da in meiner Modellatmosphäre passieren? Und so weiter, beziehungsweise ich kann zurückgucken, kann mein Modell dann Vergangenheit erklären, was sie immer nicht können. Ja, also dann mit anderen Worten, man kann versuchen, da Kausalzusammenhänge, eine Vorstellung davon zu kriegen, ist als Untersuchungsinstrument, wie die sein könnten, aber als Prognoseinstrument für die Zukunft in diesem Wettersystem, in diesem Klimasystem, taugen Modelle meiner Ansicht nach nicht. Und auch wenn man 100 Modelle nimmt und den Durchschnitt von 100 Modellen nimmt, was das IPCC macht, das internationale Panel für Klimawandel, diese politische Organisation, die sich auf die Fahnen geschrieben haben, jetzt genau festzulegen, wie viel das Klima sich erwärmen wird, wenn das CO2 sich verdoppelt oder vermehrt, da ist nichts. Da wird eben mit heißer Luft gehandelt. Ne? Kaffeesatzleserei, Kristallkugel. Hat da eventuell noch bessere Chancen, eine echte Vorhersage zu treffen. Also, wir wissen nicht, was passieren wird. Die Klimamodelle sind der große Schwachpunkt dieser Vorhersage, dass eine Steigerung von CO2 zu einer deutlichen Klimaerwärmung führen wird. Okay, was ist denn der wesentliche Treiber des Klimas? Und meiner Ansicht nach, und das sagen ja im Grunde auch die ganzen Klimaforscher, nur dass sie dann keine Ahnung, geistigen Salto machen, das alles auf CO2 zurückzuführen. Aber der wesentliche Treiber des Klimas ist das Wasser. Der Wasserkreislauf, das Wassergas. Und Wasser ist ja ein magischer Stoff, ein lebendiger Stoff tatsächlich in der Atmosphäre. Und Wasser kann als Gas vorliegen. Wasser kann als Eiskristalle vorliegen. Wasser kann in der Atmosphäre, ne? Schnee oder eben auch einfach fliegende Eiskristalle, weil die so klein und leicht sind, dass sie in der Luft fliegen. Also Wasser liegt in der Atmosphäre als Wassergas vor, als Eis vor, als flüssiges Wasser, Nebel, Wolkentröpfchen. Ne? Das ist so. Und es ist nicht nur, dass es in diesen verschiedenen Formen vorliegt. Wasser ist auch der Stoff in der Natur, neben Wasserstoff. Wasser ist der Stoff, der pro Kilogramm, wenn es sich erwärmt, am meisten Wärme, am meisten Energie aufnehmen kann. Gibt es früher in der DDR hatten diese schönen Tafelwerke mit den Formeln und da war eben auch aufgeführt, wie viel Watt, wie viel Kilowattstunden bzw. Joule
Energie kann ein Stoff aufnehmen, wenn er sich um 1 Grad erwärmt. Und Wasser steht da ganz oben. Ganz noch darüber Wasserstoff, aber der spielt ja nicht so viel die Rolle. Wasser. Wasser nimmt enorme Mengen an Energie auf, wenn es sich erwärmt. Wir wissen, wie lange das dauert, das Wasser für die Nudeln zum Kochen zu bringen. Das braucht richtig, richtig viel Energie, um Wasser zu erwärmen. Also Wasser nimmt viel Energie auf. Und dann kommt der nächste Effekt. Wenn Wasser diese Phasengrenze überschreitet, von Wasser flüssig zu Wasser Gas, dann nimmt es nochmal so viel Energie auf, als hätte man vorher die ganze Energie reingepumpt, 100 Grad Erwärmung, braucht man nochmal so viel Energie, um das komplette Wasser zu verdunsten, wie man es vorher gebraucht hat, um es von, weiß jetzt nicht genau, von, also viel, viel Energie, von 0 auf 100 Grad zu erwärmen, braucht man genauso viel Energie wie die Verdunstung des Wassers, komplette Verdunstung des Wassers, so ungefähr. Ich habe jetzt die Zahlen nicht genau nachguckt, aber es ist ein riesen, riesen Sprung, obwohl das Wasser sich ja quasi nur um 1 Grad erwärmt. Es geht nur von 99 Grad auf 100 Grad. Aber bei diesem 1 Grad Energiesprung, weil es eben von flüssig zu gasförmig wird, nimmt es ungeheure Mengen Energie auf. Und das bestimmt die Atmosphäre. Weil das heißt, überall wo Wasser ist, ist die Temperatur relativ gleichförmig. Das Wasser nimmt bei starker Sonneneinstrahlung, bei Temperaturerhöhung, wenn normalerweise die Temperatur stark erhöhen würde, dann kommt das Wasser ins Spiel und sagt, erstmal nehme ich selber die Temperatur auf und zweitens verdunste ich. Nehme ich ganz viel von dieser Wärme auf, die da ist, und damit steigt die Temperatur überhaupt nicht. Und dann kommt die Nacht und alles kühlt sich wieder ab und dann kommt das Wasser wieder runter. Dann haben wir den Tau, den Nebel, der über den Wiesen liegt. Alles Wasser kommt wieder runter das Wassergas wird wieder zu Wasser, Nebel bzw. Wassertröpfchen, was flüssigem Wasser und gibt dabei einfach ganz viel Energie ab. Deswegen in der feuchten Atmosphäre kühlt sich die Luft in der Nacht nicht so stark ab. Und im Idealfall hat man Tag und Nacht fast die gleiche Temperatur wie im Regenwald, sehr viel Feuchtigkeit. In der Atmosphäre 100% Luftfeuchtigkeit, 30 Gramm und mehr Wasser pro Kubikmeter in der Atmosphäre. Und das führt zu einer sehr gleichmäßigen Temperatur, weil das Wasser diese Temperaturen enorm ausgleicht und so. Also das ist ein Prozess, den kann man nicht modellieren. Den kriegt man in die Klimamodelle nicht rein, weil der ist so sensibel, dieser Prozess, so komplex und abhängig von allem Möglichen, von kosmischer Strahlung, von der elektrischen Ladung in der Atmosphäre, von kleinsten Staubpartikeln, die in der Atmosphäre sind, von Ausdünstungen. Pilze im Boden hat man rausgefunden. Pilze im Boden geben einen Stoff ab, der in die Atmosphäre steigt und Wolkenbildung anregt. Bestimmte Bäume geben Polyphenole, glaube ich, also bestimmte Ausgasungen aus den Blättern ab, die in die Atmosphäre steigen und Regen verursachen. Deswegen regnet es gerne über einem Waldstück, weil unter bestimmte Bäume. Ne? Verschiedene Bäume machen das anders als andere, also einige Bäume machen das anders als andere Bäume. Das passt in kein Klimamodell. Und dann eben noch diese verrückte Dinge mit der kosmischen Strahlung, dass die kosmische Strahlung einen direkten Einfluss hat darauf, ob sich Wolken auf der Erde bilden. Wie aktiv die Sonne ist, wie aktiv wir mit kosmischer Strahlung bombardiert werden, das bestimmt, wie viel Wolkenbildung wir haben. Und wenn wir 1% mehr Wolkenbildung haben, dann wird, das ist ja nichts, das wird stark bestimmt von der Sonne. Wenn wir 1% mehr Wolkenbildung auf der Erde haben, dann ist der komplette theoretische Erwärmungseffekt von Kohlendioxid aus. Zack. Okay, da bin ich jetzt ganz schön ins Detail gegangen. Aber da ist also nichts geklärt. Und Wasser ist der dynamische Teil, der lebendige Teil, der in keine Formel passt, der sich vielleicht sogar durch alle möglichen Prozesse beeinflussen lässt. Ne? Bis hin zu so Sachen wie, dass es mehr Gewitter gibt über Schifffahrtsrouten, weil dort mehr Staub in die Atmosphäre steigt, Feinstaub von den Dieselmotoren, von den großen Schiffen, die dann entsprechend auf den typischen Schifffahrtsrouten, Suezkanal, Indonesien und so mehr Gewitter produzieren als sonst, so dass man richtig schön die Schifffahrtsrouten auf den Gewitter Routen sehen kann. Also solche, wie willst du sowas modellieren? Das kriegst du nicht hin. Und das ist Größenordnung. Also wir reden hier davon, dass das
wenn man das noch mit einbezieht, diese Dynamik des Wassers, nicht nur Wasser als viel, viel stärkeres Treibhausgas als CO2, sondern auch noch diese Dynamik, dann reden wir davon, dass Wasser eigentlich 90%, wenn nicht 99% der Treibhausgaswirkung auf der Erde erklärt und eben speziell mit der Wolkenbildung. Wolken, je nachdem in welcher Höhe sie sind, was es für Wolken sind, Eiskristalle oder Wassertröpfchen, sind sie in 10.000 Meter Höhe oder sind sie in 1.000 Meter Höhe, hat das verschiedene Einflüsse darauf, wie das mit der Abstrahlung der Erde zusammenhängt. Die Wissenschaft ist geklärt, da ist nichts geklärt. Das ist ein riesiges, spannendes Gebiet, was untersucht gehört. Nicht unbedingt mit allen Ressourcen, die die Gesellschaft zur Verfügung hat, aber wo man sagen kann, jawohl, wer da den Schlüssel knackt, wie die Eiszeiten entstanden sind, wie unser Klima vielleicht sich katastrophal abgekühlt hat, der hat den Nobelpreis auf jeden Fall verdient. Aber deswegen jetzt die Pferdescheu machen, weil wir glauben, wir haben einen Faktor, wir haben uns interessanterweise den statischsten und uninteressantesten Faktor ausgesucht, der die Treibhausgas, die Klimaerwärmung erklären könnte. Kohlendioxid. Wasser ist das entspannende Ding. Okay. Auch nur mal so zum Vergleich, wie viel Wasser wir in der Atmosphäre haben und wie viel Kohlendioxid. Wir haben 0, aktuell 0,04% Kohlendioxid in der Atmosphäre. Und Wasser schwankt üblicherweise zwischen 1 und 4%. Also wir haben schon allein deswegen, das sind der hundertfache Betrag, Moment, eins, zwei, hundertfache, wir haben praktisch die hundertfache Menge Wasser in der Atmosphäre wie Kohlendioxid. Und dieses Wasser ist viel, viel aktiver, viel, viel dynamischer und viel, viel stärker als Treibhausgas, selbst Gramm für Gramm und natürlich hundertfach mehr sowieso. Und dann kommt eben die kompletten Lebensprozesse noch dazu, die Wasser eben in die Atmosphäre pumpen, die Wälder, unsere Landwirtschaft, die das verhindert, weil es weniger Wasser verdunstet durch weniger Blattfläche, wenn Wald gegen Acker und so weiter. Ja, kennen Sie die Geschichte von den Mammuts in Sibirien? Wenn wir über schnelle Klimaerwärmung und beziehungsweise schnelle Klimaänderungen reden, in dem Fall eine Abkühlung. Das soll vor 10.000 bis 12.000 Jahren gewesen sein, am Ende der letzten Eiszeit, die Mammuts in Sibirien. Da gibt es Inseln, die bestanden teilweise nur aus Mammutknochen oder bestehen heute noch überwiegend aus Mammutknochen. Also riesige Ablagerungen von Mastodon-Mammuts und anderen Großtieren in Sibirien, in Jakutien, eine Region dort. Da gibt es Funde, auch immer mal regelmäßig findet man ein komplett eingefrorenes Mammut, schockgefroren. Und zwar schockgefroren, um ein Mammut schock zu gefrieren, braucht man, also es wird so gefroren, dass das Fleisch noch essbar ist von dem Mammut und dass der Mageninhalt nicht in Fäulnis übergegangen ist. Ein mehrere Tonnen schweres Mammut, wie schwer sind die? 5 Tonnen und mehr. Ein mehrere Tonnen schweres Mammut einzufrieren. Schock zu gefrieren, sodass es nicht verfault. Das können Sie ja mal in der Tiefkühltruhe versuchen. Da brauchen Sie Temperaturen von unter minus 100 Grad, beziehungsweise extrem schnelle kalte Winde, die dieses Mammut da schockgefrieren. Irgendwie in eine Eisspalte fallen reicht da nicht aus. Es gibt einen Fund eines Mammuts in Jakutien, ein Mastodon. Da fand man, das war schockgefroren. Das Eis haben die Schlittenhunde, das Eis, das Fleisch haben die Schlittenhunde und die Wölfe noch gefressen, als das aufgetaut ist und das von Menschen gefunden wurde. Das Mammut hatte im Maul noch, also es hat noch gekaut, es hatte im Maul Löwenzahnpflanzen. Löwenzahn in Sibirien, da wächst heute nichts mehr von. Das heißt, vor 10.000 bis 12.000 Jahren hatten wir Temperaturen in Sibirien, die waren also so wie jetzt 1.000, 2.000 Kilometer weiter südlich, also viel, viel wärmer. Und dann ist plötzlich was passiert. Dann kam plötzlich eine riesige Katastrophe über die Erde. Mindestens in Sibirien, aber wenn man sich weitere Sachen anguckt, Velikovsky und so, das betraf letztendlich die ganze Erde.
dass es zu einer riesigen Klimaumwälzung gekommen sein muss. Und also während der letzten Eiszeiten, am Ende der letzten Eiszeiten, die Sibirien warm, große, große Mengen an Mammuts und anderen Großtieren, Nashörnern, auch Tiere, die eher in etwas wärmeren Regionen leben. Und dann kommt eine Riesenkatastrophe. Ein Mammut wird schockgefroren, es erstickt. Interessanterweise ist das Mammut erstickt. Das kann man heute noch nachweisen. Und es ist zertrümmert, also es wurde offensichtlich zu Boden geworfen mit einer großen Gewalt, dass der Beckenknochen des Mammuts zertrümmert wurde. Und es wurde so schnell schockgefroren, dass es eben bis heute in einem guten essbaren Zustand ist, dass ich auch hoffe, dass wir bald wieder Mammuts revitalisieren können mit entsprechendem Klonen und Gentechnik und so. Dass die wieder die großen Weiten Sibiriens abgrasen können, etwas südlicher dann. Und der Punkt ist, seit dieser Zeit ist dieses Mammut gefroren. Ist die ganze Zeit nicht aufgetaut. Wir haben da Permafrost, also wir haben auch offensichtlich Temperaturbedingungen. Es war damals viel wärmer als heute in Sibirien. Es gab eine Riesenkatastrophe, sofortiges Schockgefrieren und dann dauerhafte Abkühlung bis heute. Über 10.000 Jahre ist dieses Mammut schockgefroren. Und nicht nur eins. Es gibt Bilder und Berichte und Zahlen, dass jedes Jahr zig Tonnen an Elfenbein, hunderte Tonnen an Elfenbein, jedes Jahr über Jahrhunderte aus Sibirien nach London geschafft wurden. 1800, 1900, 1700 rum. Ganze Lagerhäuser voll mit Stoßzähnen von Mammuts. Und dass selbst heute noch ein guter Teil des Elfenbeins aus diesen alten Elfenbeinvorkommen, aus den Mammutstoßzähnen kommt. Sprich, da gab es Mengen von Mammuts, die in solch einer Weise umgekommen sind, dass sie perfekt konserviert sind, dass sie diese Stoßzähne da bis heute suchen und finden und verkaufen. Inzwischen gibt es nicht mehr ganz so viele, weil man viel schon verbraucht hat, aber das heißt, da ist eine Katastrophe passiert von einem Ausmaß, die wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Eine Erdkatastrophe, die unser komplettes Erdklima vom Füße auf den Kopf gestellt hat. Die Mammuts in Sibirien. Lesen Sie mal nach. Wenn man sich klar macht, was das bedeutet, dann heißt es auch, unsere Wissenschaft hat noch keinerlei Antwort dafür, was da am Ende der letzten Eiszeit passiert ist. Was es die Eiszeiten überhaupt waren, wenn die Eiszeiten wärmer waren als heute. Was soll der Unsinn? Also da stimmt irgendwas ganz gewaltig nicht. Die Eiszeitentheorien ist noch nicht in Sack und Tüten. Da gibt es noch andere Theorien, die vielleicht mit Meteoriteneinschlägen und astronomischen Ereignissen und sonst was zu tun haben. Ja, und das ist eigentlich das, was mich interessiert. Was ist damals für eine Katastrophe passiert? Warum ist die Erde heute so kühl? Und ich sage nicht, wir müssen das Klima hier an diesem Punkt festnageln. So wie heute muss das die nächsten Jahrmillionen bleiben. Sondern ich würde gerne wieder aus diesem Katastrophenszenario herauskommen. Aus dieser Zwischeneiszeit, die ja jederzeit in eine richtige Eiszeit wieder kippen kann. Wenn man das Konzept der Eiszeit überhaupt akzeptiert, sondern ich würde gerne wieder eine lebendige Erde haben, die von Pol zu Pol eisfrei und lebendig ist und wo wieder so riesige Tiere wie Dinosaurier ihr Auskommen finden können. Und der Mensch hat immer davon profitiert, wenn es wärmer wurde. Und das waren die Blütezeiten, wo die großen Kathedralen in Europa gebaut wurden, wo die Wikinger auf Grönland siedeln konnten, wo heute unter Gletschern noch die Farmen der Wikinger liegen. Und wo selbst die Sahara grüner wird, wenn es wärmer wird. Also die Wüsten gehen auf der Erde zurück, wenn es wärmer wird. Also es gibt eigentlich nur Hinweise darauf, dass eine Erwärmung der Erde positiv, positiv, positiv für alle Ökosysteme und für den Menschen und für die menschliche Kultur und Zivilisation ist. Und ich weiß, das ist jetzt für Sie vielleicht ein bisschen ein großer Sprung. Alle machen Angst vor der Klimaerwärmung und ich sage jetzt, Leute, wir
das ist eigentlich, da wollen wir hin. Wir wollen wieder die warme Erde. Ja, ich will die warme Erde. Ich will wieder die voll lebendige Erde und nicht dieses Eisgerippe. Aber da verstehen wir eben noch zu wenig davon, um da tatsächlich jetzt irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen oder sagen, wir können da irgendwas tun oder verändern. Leider, CO2 ist es nicht. CO2 wird nicht zu dieser von mir erhofften Klimaerwärmung führen. Das wäre ja eine elegante Lösung, dann hätten wir es ja geschafft. Aber nee, das sieht nicht so aus, als wenn CO2 da der Treiber ist. Da müssen wir einen anderen Hebel finden. Ich nehme stark an, dass ein Hebel das Wasser ist. Oder vielleicht sogar der wichtigste Hebel, das Wasser. Wenn wir mehr Wasser in die Atmosphäre kriegen, eine lebendige Atmosphäre, mehr Feuchtigkeit, dass dann, und zwar auch in die hohe Atmosphäre, und also dass wir wieder richtig diesen große Wälder mit hoher Verdunstung, wenn wir da den Wassergehalt in der Atmosphäre deutlich steigern können, vielleicht hat das den Einfluss, den ich mir hoffe, dass es Klima auf der Erde dann rundrum warm, angenehm und tropisch bzw. subtropisch wird. Ja, das als kleiner, als Statement. Also ich bin durchaus, habe mich mit dem Thema intensiv auseinandergesetzt. Sie können meine Meinung nehmen oder lassen, aber ich sage sie Ihnen nicht, um davon zu profitieren, weil ich als Firma würde sehr davon profitieren, wenn ich sage, jawohl, Klimaerwärmung, das ist unser Problem und lass uns CO2 einsparen und das machen wir am besten, indem wir Terra Preta machen. Das stimmt, aber CO2 ist nicht das Problem. Im Gegenteil, die Pflanzen profitieren sehr von CO2 und eben auch von Kohle, von Kohlenstoff im Boden, mehr Kohlenstoff im Boden. Also das meine ich hier ganz wirklich ernst. Das ist die Wahrheit, soweit ich sie inzwischen durchdacht habe, mir angeeignet habe. Und vielleicht können Sie da ja einen Schritt weitergehen, beziehungsweise mir Ihre Meinung dazu sagen. Es gibt eine ganze Reihe Theorien, wie diese Eiszeiten zustande gekommen sind, wo die herkommen, was das beendet hat. Vielleicht kennen Sie da ja noch ein paar neue, interessante Ideen. Lassen Sie es mich wissen. In diesem Sinne, wir wollen versuchen, weniger Ideologie, mehr Wahrheit, mehr Realität, denn wenn wir die Realität ignorieren, wie heißt es so schön, wir können die Realität ignorieren, aber wir können nicht die Folgen unserer Ignorierung der Realität ignorieren, dann wird unsere Gesellschaft, unsere Zivilisation dann zugrunde gehen, wenn wir uns in einen Klimafaschismus, eine Klimaideologie begeben, die mehr oder weniger grundlos ist die Natur und die Gesellschaft nur zerstören. Okay, bis nächste Woche. Herzlichen Dank.